Vielen Dank an den Dominik Sommer. Hat er prima gemacht. Und jetzt schauen wir mal über den Tellerrand, weil es gibt, wie schon gesagt, hier nicht nur in Worms die mUXcamp oder Barcamps oder diese Vorträge, sondern es gibt sie ja deutschlandweit. Und ich habe hier zwei Saarländer neben mir stehen. Die haben in Saarbrücken diese Veranstaltung schon seit 2010 laufen. Und ich darf mich bedanken, dass der Andreas Sutor und der Andreas Sander, beide gleich Vornamen, ist nicht schwierig, sich dazu bereit erklärt haben, uns etwas aus ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz aus Saarbrücken zu sagen. Wie fing es an in Saarbrücken, Andreas? Okay, danke. Also es fing eigentlich ganz banal an beim kleinen Treffen mit ein paar Leuten. Und da sagte man, ja, es gibt ja auch schon Barcamps deutschlandweit, seit ca. 2004. Und ja, dachten wir, das können wir eigentlich auch. Da soll das Saarland nicht hinten dran stecken. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen es. Fing klein an, aber sind dann so mit der Zeit gewachsen. Wächst dann mit der Zeit, ist ganz klar. Man wächst mit den Erfahrungen. Andreas, seit wann bist du dabei oder seit wann hast du mitgemacht? Das war ganz spannend, weil das erste Mal habe ich das Saarcamp knapp verpasst. Das war die zweite Veranstaltung. Ich habe das in der Zeitung gelesen, mitbekommen, dass da 30 Leute als Teilnehmer anwesend waren. Die Themen, die fand ich gleich spannend. Ich bin auch im IT-Bereich tätig. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt dann keine Zeit und habe es verpasst. Und das Thema Barcamp, das Wort Barcamp, war seitdem aber mir schon mal im Hinterkopf. Und ich habe dann von dem Barcamp hier in Mainz, was stattfand im November, erfahren und dachte, okay, das ist mal eine gute Gelegenheit, ein Barcamp zu besuchen. In Wikipedia bekommt man bestens Auskunft darüber, was ein Barcamp ist, was es auszeichnet. Und das Konzept, das war so überzeugend. Und dann muss ich sagen, war ich in Mainz extrem positiv auch von der Praxis überrascht. Das haben der Darren Cooper, haben ganz tolle Arbeit dort gemacht. Und ich war schon angesteckt, das kann man durchaus sagen. So ein Barcamp, das begeistert Leute. Und das war dort in besonderem Maße geschehen, sodass es also jetzt in der Pfalz, in unserem schönen Nachbarland, durchaus das erste Barcamp von mir als Teilnehmer besucht war. Und danach war dann auch natürlich, habe ich mich auch natürlich an das Saarcamp gewandt und mit erfahren halt, dass das nächste ansteht. Und als Machertyp bin ich natürlich auch gleich ganz gerne ins Orga-Team mit eingestiegen und habe dann Erfahrungen mal einbringen wollen, die ich als Teilnehmer gewonnen hatte. Und wollte dann natürlich auch dazu beitragen, dass das Saarcamp erfolgreich wird. Also ihr nutzt eure Ausflüge zu den anderen Barcamps, um euer Saarland-Camp jetzt hochzupushen oder einfach nur, wenn man was mitbekommt, ist es super, das kann man verwerten und bedankt sich und übernimmt's? Nee, ist also einfach das Barcamp-Prinzip an sich. Also ich fand nicht auf andere Barcamps, um das Saarcamp bekannter zu machen, sondern eher, weil ich einfach diese Barcamp-Idee klasse finde und auch weiter verbreiten möchte. Natürlich nimmt man das eine oder andere mit von verschiedenen Barcamps. Wie haben die das gelöst? Wie haben die das gelöst? Wie können wir das machen? Und ja, ich denke, das ist auch wichtig, dass man halt sich auch untereinander austauscht. Also ist im Prinzip mehr oder weniger schon fast zum Hobby geworden, der Besuch von Barcamps. Es gibt durchaus Menschen, die so fasziniert sind, dass sie über 30, 40 Barcamps mittlerweile schon in Deutschland besucht haben. Es ist so, das Prinzip des Barcamps beruht schon auf dem Teilen, auf dem Austauschen. Ja. Und genau das ist das. Man besucht sich durchaus auch gegenseitig und teilt Erfahrungen mit. Wir hatten zum Beispiel auch gestern bei der Vorveranstaltung uns darüber ausgetauscht, in welcher Rechtsform als Organisationsteam ein Barcamp am besten auszurichten ist. Was hat das für Folgen für den Sponsoren? Was hat es für Folgen im haftungsrechtlichen Bereich, für wirtschaftliche Implikationen? Und das ist schon wichtig, dass man sich da austauschen kann. Also man lernt voneinander und man gibt auch ganz gerne was. Wir haben im Saarland zum Beispiel jetzt auch, das ist ganz wichtig im Bereich des Persönlichkeitsrechts und im Bereich der Veröffentlichung von Fotos, einen Kodex entwickelt, den Saarcamp-Kodex. Und der findet jetzt schon Anklang und wird von anderen Camps mitgenutzt. Das ist eine Vereinbarung, wo den Teilnehmern klar gemacht wird, dass zum Beispiel Fotos angefertigt werden oder auch Filmaufnahmen, die veröffentlicht werden. Ja, der hängt ja auch bei uns hier aus. Wir haben ihn ja auch mitgeteilt, dass also alle Teilnehmer sich konkludent damit
einverstanden geben, dass sie auf den Fotos oder jetzt wie wir hier übertragen. Ist es eigentlich, sagen wir mal so, jetzt in eigener Sache, auf wie viele Barcamps sind denn Fernsehteams da oder waren schon Fernsehteams da? Also ich war einmal beim Saarcamp selbst, bei uns. Anderswo habe ich es nicht so mitbekommen. Also schon halt auch ein organisatorischer Aufwand halt für die TV-Anstalten an sich. Und es ist auch einfach noch nicht, muss man ganz klar sagen, Barcamp, das Prinzip Barcamp ist noch nicht in der Gesellschaft angekommen. Und ich denke, deswegen machen wir das auch. Das ist unsere Motivation, andere Leute zu überzeugen oder auch zu sagen, kommt mal zu einem Barcamp, egal welches. Ihr erlebt einfach, wie es abläuft, diese Offenheit, diese Transparenz. Und also alle, die ich je auf dem Barcamp getroffen haben, die da das erste Mal waren, waren total überzeugt und haben gesagt, wir kommen wieder oder gehen auch auf andere Barcamps. Also pro Barcamp, ich habe noch keine negativen Stimmen vernommen. Das ist die Zukunft, das macht Spaß, das machen wir weiter. Seid ihr nächstes Jahr auch wieder hier in Worms? Wenn das mUXcamp wieder stattfindet, würden wir auf jeden Fall gerne wiederkommen. Und ich war auch jetzt schon zum zweiten Mal jetzt beim Barcamp Rhein-Main in Wiesbaden. Alles, was so auch regional stattfindet, wird natürlich schon von den Barcamp-Organisatoren und Teilnehmern immer wieder besucht. Wenn die Qualität stimmt und wenn wie hier jetzt auch die Sessions gut sind, und dann kommt man gerne wieder. Alles klar, dann darf ich mich vielmals bei den beiden Andreas bedanken für eure offenen Worte. Über den Tellerrand hinaus nach Saarbrücken ins Saarland ist ja nicht allzu weit. Ich denke mal, dass hier auch einige Wormser sind, die vielleicht ein Barcamp in Saarbrücken besuchen. Wolltest du noch was sagen? Ich möchte ganz gern auf den 25. 26. Mai hinweisen, denn dann findet unser diesjähriges Saarcamp statt und alle sind willkommen. Prima, alles klar. Auch eine Einladung für 25. 26. nach Saarbrücken. Nochmals vielen Dank für euch und viel Spaß noch hier in Worms und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, auf jeden Fall. Okay, wir machen in Kürze weiter, liebe Zuschauer, mit natürlich einem weiteren Vortrag. Im Sinne der Sache wissen wir jetzt halt durch das fehlende Programm nicht, um was es gehen wird. Ich werde jetzt nach Hause gehen. 8 Stunden live ist schon eine harte Nummer. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie hatten viel, viel Spaß bei unserer Live-Übertragung. Live ist live, aber wir senden es garantiert nochmal zu einem späteren Zeitpunkt in der Vorproduktion. So, jetzt noch einige Clips. Vielen Dank. Bis dann. Tschüssi.